Das Problem ist, hau mir du die Tür rein, dann kester Kotz. Peace. Wieder ein Video von mir. Mittlerweile ein seltenes Geschäft. Ist viel los, aber das sage ich jedes Mal. Und deswegen sage ich es diesmal nicht, obwohl ich habe es ja schon gesagt. Mist. Oh. Gute Nachricht. Geht wegen Sinsheim jetzt am Sonntag. Keine Angst, ich kann nicht kommen. Ich bin leider nicht da. Hätte mich gefreut, war eigentlich schon so gut wie angemeldet. Habe aber dann mitgekriegt, dass es nicht Samstag und Sonntag ist, wie von mir gedacht, sondern nur Sonntag. Und Sonntag fahre ich auf Kur. Es ist nur 4-Tages-Kur, aber es ist so eine Kurvorbereitung für dann so 3-Wochen-Kur. Ich habe momentan viel zu tun, geschäftlich und oder geschäftlich, beruflich und privat. Und dementsprechend ist das alles ein wenig eng momentan. Sinsheim klappt leider nicht. Allerdings haben wir am Sonntag, weil da fahre ich ja, wie gesagt, auf diese Kurvorbereitung und das ist dann erst am Abend, so um 16 Uhr oder so, fahren wir da los. Und vorher haben wir am 19. Moment. 16., 17., ach ja, 19. In Schwendt wieder die Gewerbeschau. Und da kommen alle Firmen von nah und fern, eher von nah, also von Birkland, und stellen da aus. Unter anderem eben auch der Elektriker von uns, der Bart Hardy. Und da geht es ja eigentlich auch immer um E-Mobilität. Und da werden sich viele E-Mobilisten treffen. Da bin ich dann auch dabei. Und da gibt es dann für Leute, die sich daran, dafür interessieren, gibt es Probefahrten, kann man mal fahren, kann man mitfahren. Ich werde mein Auto auch hinstellen, werde dann auch oben sein und dann kann einer, wenn einer einen Führerschein dabei hat, natürlich auch Probe fahren. Dann fahren wir durchs Birkland, das Wetter soll ja auch jetzt nicht so schlecht werden. Ich glaube, Gewitter soll sein, aber es ist im Auto ja wurscht. Man fährt ja nicht mit dem Motorrad. Dann habe ich noch für all diejenigen, die eventuell da am Sonntag da sind, eine kleine Überraschung. Und zwar habe ich an den Michael geschrieben von, muss ich bloß so machen, was sonst sieht man das eventuell, das will ich nicht, von Charge Buddy, habe ich geschrieben, habe gesagt, Mensch, ich will eigentlich nach Sinsheim fahren, kann jetzt aber leider nicht nach Sinsheim fahren, aber ich bin auf der Gewerbeschau in Schwendt und ob er mir vielleicht ein paar Aufkleber geben kann, eben diese Aufkleber hier, die man ans Auto dran pippen kann. Und dann kann man ja mit, gibt es ja ein Video davor, kann man mit der Charge Buddy App ja miteinander kommunizieren. Viele haben geschrieben, brauche ich nicht, will ich nicht. Man muss es nicht haben, aber es ist praktisch. Und wenn einer auf mich zukommt, am Sonntag, den 19. im Birkland, in Schwendt, und sagt, hey, Hocker, du hast doch so diese Charge Buddy Aufkleber, dann gebe ich die gern her, weil ich selber habe ja schon einen, eigentlich zwei, eigentlich drei, aber eins kriegt dann meine Frau für ihr Auto. Und dann ladet ihr schön brav die App runter und dann können wir auch so in Kontakt bleiben. Finde ich ganz gut. Ist irgendwie geil. Geile Sache. Neuigkeiten vom Kona gibt es auch, nämlich keine. Der soll ja kommen jetzt, demnächst. Irgendwann Ende Mai, Anfang Juni, eher noch Ende Mai. Und was haben wir jetzt? Mitte Mai ist schon vorbei. Also voller Reimer. Der Mitte Mai ist schon vorbei. Ende Mai ist nicht mehr weit.
Also könnte sein, dass vielleicht nächste, übernächste, übernächste, keine Ahnung, Woche, der Kona da ist. Und da gibt es natürlich dann auch wieder ein Video drüber. Warum ich hier ein Käppchen aufhabe mit Darkseid, das wird sich dann, glaube ich, ein bisschen erklären, wenn das Video dann draußen ist. Was gibt es noch? Der Michael Schmidt hat ja ein Video rausgebracht mit seinen E-News, im Übrigen angeblich die einzigsten seriösen E-Mobilitäts-News im Internet und auf YouTube. Es würde André nicht gefallen, aber ist gut. Und der hat ja mal ja, eine Kleinigkeit rausgelassen, dass für den Kona schon ein Facelift geplant ist, mit größerem Touch und App-Anbindung und was noch, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, mit einem Dreiphasenlader. Das Problem ist, hau mir du die Tür rein, dann kehrst der Kotz. Das Problem ist, dass der Dreiphasenlader schon geil wäre. Und da finde ich halt persönlich, finde es ein wenig doof, wenn ein Auto gerade mal ein halbes Jahr grob auf dem Markt ist, dass dann schon ein Facelift angekündigt wird mit extrem guten Verbesserungen. Ist taktisch nicht besonders klug von Hyundai. Ärgert natürlich die Leute, die einen bestellt haben und jetzt bald kriegen. Wobei es mich jetzt nicht so ärgert. Ob ich jetzt 10 Zoll oder 8,5 Zoll Touch habe, App-Anbindung wäre schon cool. Also würde mir für den auch gefallen. Und der Dreiphasenlader ist zwar schon irgendwie interessant, aber eigentlich trotzdem nicht so, finde ich, für uns jetzt. Der hat ja auch bloß 7, noch was, 7,4 oder so, also einphasig maximal. Und da sind wir bis jetzt immer irgendwie zurechtkommen, vor allem weil der Schnelllader ja auch funktioniert. Was gibt es sonst noch momentan newsmäßig? Ja, ich habe ein bisschen hardwaretechnisch aufgerüstet. Habe mir jetzt so eine Art GoPro-Kamera, also Action-Kamera zugelegt, weil ich auch ein bisschen Motorradvideos machen will. Haben uns letzte Woche ein neues Motorrad gekauft. Da habe ich schon alles voll gefilmt. Wirklich klasse, wunderbar. Und dann war der Ton kacke einfach. Mich hat man überhaupt nicht verstanden. Obwohl ich ein externes Mikrofon gehabt habe, hat er irgendwie außen aufgenommen. Also, und dementsprechend werde ich das nochmal machen müssen, weil sonst wäre schon mal ein Video kommen. Auch schauen ja sehr viele den Kanal an. Klar, die E-Mobil unterwegs sind, aber es sind auch andere drauf. Das finde ich ganz toll. Danke erstmal hierfür. Die fahren selber noch nicht E, vielleicht noch nicht E, aber auf jeden Fall fahren sie noch nicht E. Und da gibt es dann viele Motorradfahrer drunter. Und ich habe schon ein paar Kommentare oder auch E-Mails bekommen, wo dann draufsteht oder drin steht: Focker, kann man doch mal eine kleine Motorradtour, so ein kleines Motorradtreffen machen? Ja, hätte ich vor, ganz gern sogar. Ich weiß bloß noch nicht wann. Jetzt im Juni ist ja vom Robin TV das Treffen. Da geht es nicht, aber danach irgendwann mal, so an einem Wochenende, Samstag irgendwie zur Kati rauf oder irgendwo anders hin, macht Vorschläge. Fahren wir einfach mal miteinander und wenn wir zu dritt sind, sind wir zu dritt und wenn wir 300.000 sind, dann sind wir 300.000. Eher nicht. Aber vielleicht doch. Lade die Leute ein, die sollen kommen zuhauf und dann fahren wir eine Runde. Ja. War mal wieder Zeit, ein Video zu machen, auch wenn es jetzt sinnfrei war. Naja, sinnfrei nicht, aber sinnvoll nicht besonders. Wir sehen uns wieder. Ich mache ein Video über die Birklandschau. Dann bin ja dann erst einmal 4 Tage nicht da und werde es dann schneiden und alles, weil das kann ich alles nicht mitnehmen.
und dementsprechend wird das Video dann das Wochenende drauf kommen. Da werdet ihr sowieso wahrscheinlich überflutet mit Sinsheim-Videos. Hätte ich auch so gemacht, wenn ich da gewesen wäre. Das heißt, wie gesagt, ich bin nicht da. Ihr könnt euch ganz gemütlich und völlig entspannt durch Sinsheim bewegen, ohne dass ihr Gefahr läuft, auf mich zu treffen. Das ist gut für euch. Das war es eigentlich schon. 10 Minuten, kurzes Video. Ja. Servus sagt locker, euer Volker.